Hallo zusammen, ich ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal alle Pets aus Patch 8.1.5 angucken, die es neu ins Spiel geschafft haben. Und um da gleich vorwegzugreifen, es sind insgesamt 20 Stück und da schauen wir uns jetzt an, wie sie aussehen, beziehungsweise wo wir sie erfarmen können. Steigen wir gleich mal ein. Und zwar gibt es ein neues Achievement, das nennt sich Mitleine auf Schlachtzug 6. Und dafür müssen wir in die Pandaria Raids rein. Und zwar in das erste Tier, heißt in das Mogushan-Gewölbe, die Terrasse des endlosen Frühlings und Herz der Angst. Und da gibt es insgesamt 11 neue Pets. Und zusätzlich, wenn wir das Ganze abgeschlossen haben, sprich alle Pets einmal gelernt haben, nochmal ein zusätzliches Belohnungspad, also insgesamt 12 Stück. Ich würde sagen, da gucken wir gleich mal rein. Hier die erste Instanz ist das Mogushan-Gewölbe. Und zwar bekommen wir beim ersten Boss ein Pet, das nennt sich Steinklaue. Das ist dieser schicke Steinhund. Wenn das genauso gut droppt wie in den vergangenen Raid-Tiers, wo Pets dazugekommen sind, waren die meisten Pets bei um die 8, 9, 10% von der Drop-Chance her. Sprich, man kann sie ganz gut farmen. Dann das nächste Pet, was wir haben, droppt nicht beim zweiten Boss, sondern beim dritten Boss, beim Geisterbinder, und der droppt hier einen verlorenen Geist, und das ist hier dieses Schild oder Tiki heißt das, glaube ich, dieses Geister-Tiki, ist ein sehr hübsches Ding. Dann beim dritten Boss, die Geisterkönigin droppt nichts. Dann bei Elegon kann natürlich das Mount droppen, aber ein himmlisches Geschenk zusätzlich noch, und das ist wieder ein Hund, bloß haben wir jetzt einen astralen Hund, würde ich jetzt mal sagen, der genauso wie Elegon oder Algalon ist, glaube ich, in Uldua, so eine Sternenform hat. Ist eine coole Geschichte. Beim letzten Boss droppt dann noch eine Mugu-Statue, und das ist ein relativ cooles Pet. Die kennen wir ja aus der Instanz als Wachen, und jetzt haben wir quasi auch nochmal eins als Pet. Das sind die ersten vier Pets im Mogushan-Gewölbe. Dann schauen wir in das Herz der Angst weiter. Dort haben wir beim ersten Boss auch wieder ein Pet, und zwar haben wir da so einen schicken Selektiden, den wir uns einmal holen können. Sieht ein bisschen creepy aus, aber kennen wir, denke ich mal, auch schon aus der Instanz an sich. Ein Schwarmling, der Korthik heißt der. Dann haben wir winziger Bären beim zweiten Bärenschwingen. Winzige Bärenschwingen, so rum. Und zwar droppt das hier beim zweiten Boss. Das ist dann Pet Nummer 6. Dann bei Garalon droppt er sich quasi selber. Ich glaube, das Pet war vorher tatsächlich schon drin. Dann beim vierten Boss droppt nichts. Beim fünften haben wir Bernsteinpfütze. Nee, Bernschleimpfütze, so rum. Das ist dieser schicke Blob hier. Und dann haben wir hier beim letzten Boss, beim Endboss, noch Essenz des Stolzes. Und da haben wir so eine schicke Schar-Kreatur, die wir uns als Pet holen können. Und dann haben wir die letzte Instanz, Terrasse des endlosen Frühlings. Dort haben wir dann noch zwei Pets. Beim ersten Boss droppt keins. Beim zweiten Boss können wir diese schicke Wolkenschlange uns holen. Azur-Wolkenschlangenei. Und dann bei Lai Shi, beim dritten Boss, haben wir dann noch einen Geist des Quells. Das ist dieser schöne Pandaria-Geist. Und damit wären wir dann insgesamt bei 11 Stück. Und sobald wir alle 11 Pets einmal gelernt haben, diese Pets kann man übrigens dann auch verkaufen. Also sprich, ihr müsst sie für das Achievement nur einmal lernen, könnt sie dann wieder in den Käfig packen und verkaufen. Und am Anfang werdet ihr vielleicht noch recht gut Gold machen können. Kriegt ihr dann noch das Pet Freude. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist nämlich sehr cool. Freude. Das ist nämlich hier ein, quasi ein Freudenscharm. Wir haben ja jetzt immer nur Schars gehabt, die irgendwelche negativen Attribute hatten. Jetzt haben wir eins mit einer positiven. Es sieht zwar trotzdem ein bisschen creepy aus, aber das ist ein Freudenschar. Und damit wären wir dann bei 12 Pets. Dann als nächstes schauen wir mal beim Dunkelmond. So. Jahrmarkt ist, glaube ich, mit dem Ding, genau. Dunkelmond-Jahrmarkt haben wir hier. Und zwar gibt es dort insgesamt drei neue Pets. Und zwar drei Ballone, die nicht kämpfen können, aber relativ cool aussehen. Und zwar haben wir einmal Ballon-Murloc. Das ist dieser schicke Ballon hier mit einem Murloc-Kopf. Dann haben wir einen Ballonpferd, was hier so zusammengeflickt ist. Ist auch recht putzig. Und das letzte, was wir haben, ist ein Ballonwolf. Warum der in pink ist, weiß ich nicht. Aber dementsprechend ist das dann das nächste.
Ja, der nächste Dunkelmond-Jahrmarkt beginnt immer am ersten Sonntag vom Monat. Heißt, es ist jetzt noch ein Ticken hin, bis der nächste Jahrmarkt beginnt und jedes von diesen Pets kostet 90 Abzeichen. Ich habe meine Abzeichen vorgefarmt, schon 300. Man kann das aber auch relativ schnell mit einem Twink holen. Ist kein Problem, wenn ihr da die Marken über zum Beispiel diese Fischquest, die ich euch schon mal gezeigt habe, im Video macht, wo ihr 100 Marken kriegt, oder über die Tokens, die ihr einfach abgeben könnt. Hatte ich auch schon ein Video gemacht, wie man sich da relativ schnell Marken zusammenfarmen kann. Und dort müsste es man auch mit, wenn man ein paar verschiedene Chars hat, das am ersten Jahrmarkt zusammenkriegen, selbst wenn man sich nicht die Tokens vorgespart hat. So, damit haben wir 3 plus 12, sind wir bei 15 Pets. Es sind jetzt quasi noch 5 ausstehend. Und zwar haben wir jetzt noch einige Pets, die wir über andere Quellen kriegen. Und eins haben wir aus dem Tana quasi aus Tanaris über eine Questreihe. Tanaris geben wir jetzt hier mal ein und da haben wir unten ein Pet, das nennt sich Feders. Und dieses Feders-Pet kann sowohl die Horde als auch die Allianz über eine Questreihe, ja, so eine kleine Story-Questreihe, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, im Tanaris bekommen. Und wo die startet, ist ja dort, wo ich stehe. Ich bin jetzt einmal auf meinem Schiff bei der Horde hier. Ihr seht das, hier haben wir den Missionstisch. Hier einfach rein und sobald Patch 8.1.5 live ist, können wir hier mit Galliwix quatschen und ja, können Hinweise nachgehen nach Grisek Tisch Zangen in Tanaris und dieselbe Quest kriegt auch die Allianz und zwar auf ihrem Schiff bzw. unter Deck. Da müsst ihr mit einer kleinen Gnomin sprechen. Ihr seht es mit dem Ausrufezeichen auf der Karte. Einfach unter Deck gehen mit dem Allianzler und ihr habt auch diese Quest hier. Jo, damit wären Sind wir bei wir Nummer 16. fertig? Ich habe einen Termin zur Ohrmassage. Und das letzte, was wir noch haben, sind dann 4 Pets, die wir über die Kinderwoche bekommen. Und zwar haben wir da einmal hier diesen Frosch. Fröschli, dann haben wir Herr Krabs, dann haben wir Sauri und als letztes haben wir hier diese nette Schildkröte. Und diese können wir alle über die Kinderwochen kriegen. Diese dauern aber noch ein bisschen und zwar starten die erst Anfang Mai. Am 2. Mai starten die Kinderwochen und dann können wir dementsprechend diese 4 Pets erspielen. Ihr solltet, wenn ihr alle haben wollen würdet, dann mit 4 Chars das machen. Ihr könnt nämlich mit einem Char nur quasi ein Pet im Jahr holen. Habt mehr als 4 Chars, dann geht das. Wahrscheinlich muss man 110 sein, vielleicht sogar 120. Heißt, solltet ihr alle haben wollen und noch nicht genug Chars haben, zieht euch vielleicht ein paar hoch. Oder ihr habt einen größeren Geldbeutel, denn diese kann man auch dementsprechend einpacken und im Auktionshaus verkaufen. Und dementsprechend könnt ihr vielleicht auch, wenn ihr sehr, sehr viele Chars habt, wie ich, die Quest ein paar Mal öfter machen und dann das Ganze im Auktionshaus verkaufen und wiederum ein bisschen Gold mit einheimsen. Ja, das waren alle 20 Pets, die es im Patch neu gibt. Ich hoffe, der ein oder andere hat sein neues Lieblingspet hier gefunden und wird wie ich kräftig farmen, dass er schnellstmöglich alle Pets zusammenkriegt. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart und ja, wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.